Meine Stimme ist noch immer kaputt, Leute. Ein abartiges Hallo zu einem kranken Video mit eben solchen Tipps, Wasserfällen sowie faszinierenden Industriehofkulissen, einem Workshop-Experiment, das nur idealistisch, minimalistisch gerettet werden konnte. Viel Spaß! Auf derartigen Spezialmodulen sollten unsere Fotodioramen zum Trendthema Industriehofatmosphäre entstehen. Gleich mehrere Leute mussten leider kurzfristig absagen. Geblieben sind der Jochen und ich und ein fetter Schnupfen, der dann direkt am Vorabend dieses Workshops bei mir noch zum Ausbruch kam. Der hat den Jochen nicht gestört, so ist er trotzdem gekommen. Und wir haben ganz einfach oben im Atelier gebastelt. Hier entsteht gerade eine simple Fensterattrappe aus Karton, welche dann entsprechend der Vorgehensweise beim Stellwerk Kirchheim in die Fassade eingebrachten Öffnungen eingefügt wird. Ja, die Streifen wurden schlicht mit der Schneidvorrichtung geschnitten und mittels Bastelklebers aufgeleimt. Hierbei hat es sich bewährt, die Streifen zunächst lang zu lassen und am Ende alles, was übersteht, abzuschneiden. Hier siehst du gerade, wie die Zwischensprosse eingefügt wird. Das geschieht hier tatsächlich nur per Augenmaß. Zum Ablängen muss es nicht immer der Seitenschneider sein. In diesem Fall empfiehlt sich ein Messer. Man kommt wirklich präzise an die Kante. Eine Unterlage solltest du freilich nutzen. Wenn die Schneidmatte nicht griffbereit liegt, kannst du auch mal ein Hölzchen nehmen. Und die letzte Sprosse, ich empfehle hier wirklich nicht zu akribisch vorzugehen, weil da wirst du fast verrückt, wenn du hier jetzt 150%ig wärst. Da wirst du ja nie fertig und wir hatten ja nur 2 Tage Zeit. Und da muss ich zugeben, habe ich mich bei der Workshop-Planung in diesem Fall sehr stark verschätzt. Das Diorama war einfach zu groß konzipiert. Es ist in 2 Tagen nicht zu schaffen. Hier kommt jetzt gerade eine Dispersionsspachtelmasse mit Quarzsandanteil drauf. Dieses Material kann man als Putz- oder Betonimitation einsetzen. Genauso wie unsere Fensteröffnungen wird hier die Tür zur späteren Laderampe in unsere Fassade eingebracht. Das ist ja wie so ein kleiner Güterschuppen als Anbau zu unserem Werkhallengebäude. Das A und O ist das präzise Schneiden der Laibungen und zwar am besten von beiden Seiten immer auf die Ecke hin zustechend. Wie vorhin schon gesehen, wird dann die Fläche in der Mitte nach hinten gedrückt. Hier bereits aus Karton die Laderampe angepasst und noch ein Treppenblock. Freilich auch aus Hartschaum, damit sich nun die Treppe kinderleicht hineinschneiden lässt. Das ist ein bisschen Übungssache, wenn es nicht gleich 100%ig klappt. Solltet ihr nicht verzweifeln, denn das Material hat ja die spezifische Eigenschaft, dass es sich hinterher noch zurecht massieren lässt. Also nicht gleich aufgeben, Stufe für Stufe hineinschneiden und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt, respektive sich noch daraus machen lässt. Und genau hier werden jetzt die Diskrepanzen wegmassiert. Ihr seht's, auch mir ist es nicht perfekt gelungen, aber pfeift drauf, der Weg ist das Ziel. Darunter freilich auch immer wieder neue Wege, hier Verputzergewebe als Fenstersprossen, ein bekanntes Produkt aus dem Stuckateurbedarf. Ja, hier nutzen wir das Gewebe sogar als Schablone, um ein kleines Fenster direkt auszuschneiden. Jenseits aller Detailarbeit ist es immer wichtig, die Wirkung des Gesamtgefüges nicht aus den Augen zu verlieren. Wie harmonieren alle Komponenten miteinander und wo fehlt möglicherweise noch etwas, das Tüpfelchen auf dem I, sozusagen als Salz in der Suppe. Im vorliegenden Fall sind's handgestochene Backsteine als zugemauertes Fenster. Dann kam die Idee unserer Werkhalle, eine Giebelkrone aufzusetzen mit einem großen Halbrundfenster in der Mitte. Ähnlich wie beim Richard Wagner Festspielhaus in Bayreuth, das rein stilistisch tatsächlich auch der gründerzeitlichen Bahnhofs- und Industriearchitektur entsprang. Gut erkennbar auf meiner künstlerischen Arbeit Festspielgeister,
entstanden im Jahre 2001 zum Jubiläum 125 Jahre Richard Wagner Festspiele. Nun aber zurück in den H0-Maßstab. Mit der Messing-Drahtbürste erhalten sämtliche Fassadenteile ihre Putzstruktur und die Fensterrahmen werden mit Klebstoff eingestrichen und auf zuvor in die Öffnungen eingeklebtes Papier aufgeklebt. Hierzu eignet sich ein lösemittelfreier, universeller Bastelkleber, der auch nach dem Aushärten im Gegensatz zu Holzleim leicht elastisch bleibt, angedrückt wird mit einer Holzleiste. Die Bretterfugen unserer Laderampentür entstehen zunächst einmal mit dem Messer schön parallel geritzt. Die Tür wird ja zweiflügelig ausgeführt, ist gedachtermaßen eine Schiebetür. Im zweiten Schritt werden die Fugen mit einem Zahnarztwerkzeug entsprechend ausgeweitet. Das gleiche Werkzeug dient dann noch, um anschließend so ein bisschen die Holzmaserung einzugravieren. Unsere Wandvorsätze aus Hartschaum werden mit Bastelkleber bestrichen und dann vor die Fugen der einzelnen Wandteile geklebt. Das gleiche Prinzip kennt man ja von vielen Kunststoffbausätzen, um Fugen zu kaschieren. Ja, und hier müssen wir unsere Wandvorsätze sogar noch vor Ort passend ablängen. Wie leicht das gelingt, ist ein großer Vorzug der Hartschaumtechnik. Und auch Diskrepanzen wie hier, wenn die Fassadenplatten nicht ganz auf gleicher Ebene sind, können ganz einfach wegkaschiert werden, indem wir den Wandvorsatz stufig bearbeiten. Wäre dies hier hartes Kunststoffmaterial, säße dieser Wandvorsatz nun schief und mit Lücken drinne, hier perfekt gerade. Aus Bastel-Wellkarton wurde das Well-Eternit-Dach hergestellt, das hier gerade an seinem Platz eingebaut wird. Natürlich wurden die Wandvorsätze ausgespart, genauso auch bei der Bodenverkleidung. Jenseits des C-Gleises musste natürlich der Boden entsprechend aufgedoppelt werden und nun kommt der Belag drauf. Passt, würde ich sagen. Und einen kleinen Bahnübergang mit Holzbohlen haben wir zwischenzeitlich auch noch zurechtgefummelt. So sieht er von nahem aus. Ja, und da kam dann noch ein Schlagloch mit Kopfsteinpflaster rein. Nicht fehlen durfte auch der Türknauf an der Nebeneingangstür. Erneut mit unserer quarzsandhaltigen Dispersionsspachtelmasse werden die Fugen ausgestrichen sowie partiell unser Schaumstoff so ein bisschen an die Stofflichkeit typischer Teerbeläge angenähert. Das darf ja ruhig so ein bisschen ausgebessert ausschauen. Je interessanter, desto besser. Den Rest können wir dann gleich auf die Putzfassade auftragen und noch unten die Fugen verschließen. Das Material ist wirklich sehr vielseitig. Ich setze es freizügig ein, mal zum Verputzen, mal für Straßenbeläge. Ihr kennt's ja sowohl aus Unterpreuschwitz als auch von der Blockstelle Oberpreuschwitz als Hauptbestandteil der Putzmasse. Hier aber nutze ich nun Dispersionsspachtelmasse ohne Quarzsandanteil. Die kann dann auch gleich über die Fenster gestrichen werden, weil unsere Fenster dann letztlich in Illusionsmalerei angelegt werden sollen und nicht durchsichtig zu sein brauchen. Aber einen Haftgrund benötigt die Farbe und dafür eignet sich diese Art Dispersionsspachtelmasse perfekt. Kaum zu glauben, zwei Tage sind bereits vorbei gewesen, also müssen wir uns mit der Einfärbung noch ein bisschen gedulden und ihr auch. So dürft ihr euch freilich auf eine Fortsetzung freuen und auch ich selbst habe mein Diorama auch noch gebaut und dabei mitgefilmt. Jochen trägt sein Schmuckstück einstweilen nach Hause. Kaum bin ich wieder allein, geht's mit den Abartigkeiten weiter. Gegen die Erkältung wird eine etwa daumenballengroße Ingwerknolle geraspelt. Etwa ein halber Liter Wasser muss so richtig sieden, wenn der geraspelte Ingwer damit übergossen wird. Inzwischen zeugt bereits ein brauner Rand vom richtigen Füllstand in meinem guten alten Karusselltopf, der abgedeckt und in ein Küchentuch eingeschlagen wird, das Ganze jetzt in Ruhe ziehen kann
und dass es schön heiß bleibt, kommt's auf den Heizkörper. Die ätherischen Öle der Ingwerwurzel bleiben auf diese Weise im Topf, ehe mindestens eine halbe Stunde später ausgepackt werden darf. Und ihr seht es gleich, die Brühe ist so richtig braun, hat sich also verändert. Wer keinen abartigen Karusselltopf besitzt, könnte hierfür nun freilich auch ein Sieb benutzen, um den wertvollen Sud von der Maische zu trennen. Allein das Geräusch ist abartig, wie das aussieht, siehste, und schon ist gesiebt. Da der Ingwer sehr scharf ist, kann man natürlich noch ein bisschen Honig hinzufügen, gut umrühren und nun zunächst mal die Hälfte abtrinken. Aber auch in der Maische ist noch immer Power drin und die holen wir jetzt raus. Den Presssaft der Ingwerwurzel, ihr seht das, die sogenannte Ingwermilch, sage ich immer, die ist so richtig weißlich, undurchsichtig und auch gewissermaßen herb. Das Gelumpe bleibt drinne und dann stripp, strapp, strull, schön in die Schüssel bzw. die geliebte alte Kaffeetasse rein. Ja, es sieht schon irgendwie pervers aus, Leute, aber ihr kennt mich nicht anders. Alle Flüssigkeit ist in der Tasse und dann lässt man es sich schmecken. Am besten kurz vor dem Schlafen gehen, da kannst du schön schwitzen und am nächsten Tag bist du wieder fit und kannst einen neuen Workshop machen. Nein, Quatsch, da sind jetzt 2 Wochen dazwischen. Wir befinden uns im Wasserfall-Workshop und der Uli hat ein neues Gerät mitgebracht, das ich so zur Styrodurbearbeitung noch nie benutzt habe. Es ist eine Art Lötkolben, um in Holz Schriften einzubrennen. Das kann ja auch künstlerisch abgehen. Der Jochen war auch wieder mit von der Partie. Und das hier jetzt ist der Kasten des Geräts. Der Stefan freut sich, denn das Tagesziel des ersten Seminartages beim Wasserfall-Workshop ist erreicht. Der Dioramenbau ist im Rohbau abgeschlossen und auch die Wasserfallrohlinge sind bereits vorgefertigt vorhanden. Der zweite Tag darf sich dann ganz um die farbliche Ausgestaltung drehen, um die Illusionsmalerei. Auch Mauern waren diesmal mit von der Partie, nicht nur Felsen wie in vergangenen Versionen dieses Workshops. Die meisten bevorzugten aber dennoch Felsen. Wagen wir nun einen riesigen Zeitsprung zum zweiten Tag. Das ist schon das letzte Drittel des Workshop-Wochenendes eigentlich. Die Felsen sind alle schön bemalt, die Illusionsmalerei des Wassers gelungen. Ja, auch solche Schaumkronen kann man bereits im matten Zustand aufbringen. Nur die Wasserfallrohlinge sind größtenteils noch nicht eingebaut. Denn wer wollte, konnte jetzt noch eine Grundbegrünung vornehmen. Das wollten nicht alle, den meisten war wichtiger, dass das Wasser endlich nass wurde. Begrünen können sie ja noch in Ruhe zu Hause, haben sie gesagt. Ja, der Werner hat den Vogel abgeschossen. Ich finde sein Diorama absolut mega, vor allem eben wegen dieses Felsens im Vordergrund. Einfach geil. Jürgens Wasserfall rauscht etwas flacher durch Schichtgestein in Nenngröße N. Des Brennkolben-Spezialistens Ulis Diorama erscheint dank dieser tollen neuen Technik beeindruckend schroff und bizarr. Stellen wir nun aber Stefan eine Frage. Wie heißt die Folge Eisenbahnromantik, in der du drin bist? Auf kleiner Spur durch Baden-Württemberg. Genau, und da geht's um die Ammertalbahn. Zum Schluss schauen wir Jürgen über die Schulter, wie das Wasser nass wird. Es ist immer wieder schön anzusehen und jedes Mal wieder aufs Neue erstaunlich, wie die Tiefe sich plötzlich einstellt. Auf Instagram hatte ich ja Bilder gezeigt mit dem finalen Zustand der Dioramen am Ende dieses Kurses. Ja, hier seht ihr die so ein bisschen. Und das war's jetzt auch schon mit den Aufnahmen von diesem Workshop. Selbstverständlich waren wir auch hier oben, das ist klar. Da habe ich jetzt nur nicht gefilmt, deswegen das jetzt am Schluss. Was gibt's Neues hier in Unterbräuschwitz? Ja,
einen neuen Hintergrund. Und den kannst du sowohl an diese Wand hängen, als auch eben an diese. Den kannst du zusammenrollen. Das habe ich so gelöst praktisch, dass man oben eine Holzrolle hat und unten eben noch eine Leiste. Die beschwert den Stoffhintergrund, dass er gerade hängt, und ja, fixiert ihn dann auch in der Putzstellung, dass man ihn an die Schräge der Wand anlegen kann. Dann ist er weg und man kann auch hinten vorbeilaufen, während er da hängt. Es geht hier vielmehr ums Filmen und Fotografieren. Es ist keine klassische stationäre Schauanlage, sondern es geht darum, Bilder zu produzieren und die entsprechend realistisch darstellen zu können. Und dafür sind bewegliche Kulissen unabdingbar. Gerade solche störenden Dinge wie hier das Fenster und das ganze Gerümpel im Hintergrund, die müssen einfach auf Aufnahmen verschwinden können, und dafür kannst du eben Kulissen schieben. Moment mal. Meine klassische Allerweltskulisse, die ich seit vielen Jahren für alles Mögliche einsetze, die steht jetzt hier auch auf so einem Transportwagen. Die Befestigung ist denkbar einfach. Hier vorne ist dann tatsächlich der Reparaturtisch, der da mit dem ganzen Gerümpel drauf hinter mir damit zugehangen. Und so lässt sich eben die als Rundumanlage konzipierte Unterpreuschwitz-Anlage von allen Seiten fotografieren und filmen. Ja, da gibt es dann auch mal wieder irgendwann ein Video. In der letzten Zeit war ich, wie gesagt, mehr krank. Es kratzt noch immer im Hals. Ich hoffe, der Frühling kommt jetzt endlich. Wir werden sehen, wie sich das jetzt alles entwickelt mit dem Wetter und so weiter. Hier seht ihr jetzt Aufnahmen dieser Actioncam, die mir Kurti und Biene zu Weihnachten geschenkt haben. Herzlichen Dank auch hierfür nochmals. Und ganz speziell für ein dickes, fettes Osterei, das mir ein Zuschauer geschickt hat als Motivationssignal, das mich riesig gefreut hat in diesem Moment. Ich sage jetzt keinen Namen, aber er weiß wahrscheinlich Bescheid. Also herzlichen Dank an dich jetzt speziell. Bei aller Kritik, die ich wegen der Motivationssignale schon eingesteckt habe, ohne diese wird's weder die Karte noch meine Existenz jetzt noch geben. Es ist tatsächlich so, dass das während der Corona-Zeit das Einzige war, was hier eben das Überleben möglich gemacht hat. Und auch jetzt noch, ihr habt's gesehen, Kurse fallen aus. Nur mein Idealismus führt noch dazu, dass ich sie trotzdem durchführe. Aber das reicht natürlich nicht, um wirklich das wirtschaftlich zu tragen. Und deswegen vielen herzlichen Dank an jeden, der ein Motivationssignal gibt. Und wenn es noch so klein ist, es hilft. Es ist ja so ein bisschen ein Ausgleich für diese Mühe, die ich mir hier mache, euch Videos zu schneiden. Und so trägt sich das insgesamt im solidarischen Gleichgewicht. Wie sagte mein Berliner Kumpel, der Michel, immer so schön früher: Kleinvieh macht auch Mist. Für heute ist das nun gewesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das nächste Mal ist meine Stimme wieder hundertprozentig in Ordnung. Bleibt immer abartig, kreativ und positiv. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen netten Kommentar. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Ja, vielen herzlichen Dank an jeden, der auch das tut. Ihr alle zusammen seid super. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, wie immer, von Herzen. Euer Kunstmichi. Ciao. Ach ja, Leute. Und natürlich frohe Ostern euch allen.